Welcome back. Was war das noch für eine Serie? Ich habe keine Ahnung. Welcome back. Genau, ich weiß es nicht. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn jemand weiß, welche Serie das war. Ich weiß gerade nicht. Ah, aber herzlich willkommen bei Dark Souls 2. Du bist jetzt Dr. Quill oder was? Ja. Die Dunkelheit. Die Dummheit. Ja, die auch. Die verfolgt uns hart. Ja, ganz hart. Ach ja, ey. Ja, guck mal, der macht 205 Schaden. Mit Schild. Ja, toll. Ja. Und ganz viel Schaden an der Waffe. Mumpitz. Unbeschreiblich viel Schaden. Mumpitz. Du hast gesagt, der braucht 3 Schläge, sagst du? Ne. Guck an, okay. Ja. Habe ich mich geirrt. Soll er auch mal vorkommen. Soll auch mal vorkommen, jo. Ich finde es so witzig, wie der da hinten runterspringt. Und pupp, weg ist er. Und ich finde es geil. Ich finde den Bart einfach super. Ja. Vor allem hatten wir vorher einen Schnurrbart. Er kommt, jetzt, ne? Und jetzt haben wir so einen Ziegenbart. Ja. Aber in Blau. Das finde ich schön, dass es immer noch blau ist. Ah, haben wir. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Weiß nicht, so schon wieder dieser komische Fehler von eben. Ja, merke ich. Und der Fehler macht mich hier auch noch fertig. Oh. Das war aber jetzt auch keine Glanzleistung. Nee. Ja, wir haben's ja, ne? Wir haben einmalige 2 Flakons. Alles gut. Ich glaube, wir sind schon langsam bei 50% Leben angekommen, wa? Ja, ist schon echt nicht viel. Nee. Ist schon echt mal kacke. Wie viele Menschlichkeiten haben wir denn? Weißt du das? 2, 3? Mehr nicht. Ich befürchte nicht so viel, dass man jetzt einfach eine helle Bade. Oh. Also ich glaube nicht, dass wir so viel Menschlichkeit haben, dass sich das jetzt lohnt, eine zu nehmen, weil wir eh... Man guckt immer noch, ne, nach dem Adler. Das, weil wir direkt eh wieder sterben werden. Also vermute ich einfach mal. Ja, klar. Gerade hier noch. Mit einer Kackrüstung und. Kann ich nicht mal Rüstung nennen, was wir da anhaben. Fetzen. Ja. Altes löchriges Kettenhemd. Der hat sein Schwert fallen gelassen. Echt? Ja. Oh. So, die Schildsau. Richtige Sau. Zack. Ist halt die Sau. Ja. Wie heißt denn, wie sollen wir den denn überhaupt nennen, unseren Freund, der da die Treppe runtergerutscht ist? Weiß nicht. Was flutscht denn sonst die Treppe runter? So. Weiß ich nicht. Eine Katze. Wie heißt nochmal das Kind von Exorzist? Ich gebe einmal den von Emily Rose. Der Exorzist von Emily Rose. Emily? Ist das Emily jetzt? Ja, dann muss ich einfach weiter nach vorne gehen. Der hintere muss ja auch werfen. Jetzt ja. Boah. Ja. Toll. Ja, aber sich auch noch mitdreht, ne? Und dann anders hinwirft. Kann ja spaßig werden. Ja. Das sind unsere Seelen futsch. Yep. Wir waren es? 5000? Nein, so viele nicht. Doch, das waren 5000. Ja, das kommt davon. Das waren bestimmt 4 Stufenanstiege. Das kommt davon. Das kommt davon. Ja, was hätte ich denn jetzt machen sollen? Sag mir irgendwas. Ja, nicht sterben. Ja, bei so Fitzenleben. Oh, Menschlichkeit braucht man, lohnt sich ja auch nicht. Ja, hätten es irgendwie schaffen können, klar. Geht schon los. Ja. Dann hat sie schon eine Köppe. Ja, natürlich. Man hätte ja vorher nicht sterben müssen, ne? Man hätte auch jetzt nicht sterben müssen. Das ist gerade eine Hin- und Herschieberei. Könnte man so sehen. Ich bin wenigstens doch... Ja.
Was war das denn? Was war das denn? Das war... Musste das jetzt echt sein? Ja. Das musste jetzt sein. Mit mir ist nicht zu spaßen mehr. Dann stellst du dich einfach in den Abgrund. Ja. Meine Güte. Der war doch jetzt gut. Wir können ja mal vorfilmen, wie viele Sterbensarten es bei Dark Souls gibt. Ja, es gibt Runterfall und den Feuertod und den Matschtod. Ja. Und ein paar haben wir schon durch. Das war super. Feier ich gerade richtig. Eigentlich könnte ich ja jetzt. Ja, ja. Den Lahmapplaus zurückgeben. Der Lahmapplaus. Oh, da liegt deine Seelen. Wow. Oh. Gut, dass wir die haben. Ach, ist doch scheiße. Ja, durchaus. Waren schon einige, weil wir sind ja auch oft hierher gegangen, ne? Ja, aber man, wenn vorher konnte man getroffen werden von dieser Explosion. So viel Leben hatten wir. Jetzt wissen wir auf jeden Fall. Oder hast du auch ein bisschen verloren schon, ne? Durch das Blocken. Ja. Da sind aber auch am Limit angelangt jetzt. Also sieht nicht aus, als wäre es nochmal weniger geworden. Ja. Also gut 50%. Mhm. Und das wollten wir eigentlich nur vorführen. Manchmal will das nicht so richtig, ne? Nee. Vor allem ist das auch mies, wenn er den letzten Schlag macht, der ein bisschen länger dauert. Ja. Wir haben noch selber Feuerbomben. Stimmt. Oh nein. Ja. Oh nein. Es hätte doch so einfach sein können, von Anfang an. Ja, die zwei Fragezeichen. Das haben wieder zugeschlagen. Scheiße. Ja. Das wäre so bequem gewesen. Ja, wäre es auch. Schitte! Boah, jetzt ärgere ich mich noch mehr. Toll. Ja. Mir fallen die guten Sachen. Das ist aber auch hier ein bisschen... Das ist Mist. Wo ist er denn jetzt? Ist unsichtbar. Der ist reingerannt schon. Hä? Nee. Sind diese Viecher von Halo? Oder haben die einen Tarnumhang? Hä? Ja. Er hat sie aufgelöst. Cool. Boah, vielleicht waren wir das. Vielleicht sind wir so mächtig geworden. Zaubertyp, Junge. Ja. Vielleicht kommt er irgendwo von hinten oder so. Ah, du willst doch nochmal da lang jetzt, ne? Nicht erst da unten gucken. Könnte ich ja jetzt eigentlich machen, theoretisch. Warum kam er denn jetzt? Weil ich einen Millimeter zu nah dran war. Ja, geh mal da unten gucken jetzt. Das ist ja egal. Jetzt müssen wir auch nichts wiederholen. Man ist ja schon ein bisschen entlastet, ne? Jep. Huch. Ja, hör die Kamera ein bisschen. Huch. Er hat sich erschrocken. Ja. Wer bist du denn? Was machst du hier in meinem Haus? Schon wieder eine Fackel. Wie war das mit den Fackeln? Die gibt's gar nicht, ne? Aber warte mal, mach mal zurück. Guck mal, aber die Zeit. Wir haben 3 Fackeln eingesammelt. Es ist bei 15 Minuten da. Siehst du das? Das ist das vielleicht die Fackel? Die Fackelzeit? So lange kann man... Dann die Fackel anhaben. Oder wie? Aber wie wird man die aus? Visionen von Tod. Man kann hier wahrscheinlich einfach nur runterfallen und sterben. Das ist auf jeden Fall noch einer. Guck mal da. Was ist denn da? Das sind das riesige... Nee, das ist ein Holzbalken einfach. Das ist aus wie so ein Messer, ja, die da drin steckt, so eingeworfen wurde. Gedacht, was ist das denn jetzt? Daneben her? Okay. Wo nebenher? Das ist egal. Huch. Oh, wer? Wo ist er denn hin? Gerade sagt, viel Wasser getrunken. Hat er schon damit gerechnet, dass wir weglaufen? Er versucht uns einen Schritt voraus zu sein. Das gefällt mir jetzt ja auch gar nicht. Ich muss wieder hochklettern und runterspringen und hochklettern und runterspringen. Und dann schießen sie auch. Schießt einer auf mich? Überall Bogenschützen. 2 Stück und da steht einer mit Schild oder ohne? Mit Schild. Ich muss erstmal runterlocken. Und die treffen den, das wäre natürlich super schön. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Was? Was geht gar nicht? Dass die Gegner hier. Ja? Geht das? Da geht das nicht. Dass sie sich selbst Schaden machen? Ja. Weiß ich nicht.
Weil so rumgesponnen. Oh, da liegt noch ein Bogenschütze. Willst du da rüber springen oder was? Da kommst du wieder da unten rein. Jo. Da musst du ja da rüber springen. Ich hab aber jetzt gerade mal ein Problem. Ein kleines. Was denn? Ja? Leben? Ja, dann nimm doch was. Gönn dir. Klar. Ein Schluck die Limo. Und wo soll ich jetzt hin? Darüber springen. Hier rüber schon oder hier rüber? Da, da, auf den, da. Ah! Du musst auch springen! Ja, ich hab. Nein! Ich hab gedrückt gehabt, aber irgendwie zu spät. Nein! Warum? Nein. Was haben wir denn erreicht? Nichts, aber jetzt müssen wir wieder daher. Ja. Ja, das Dach. Ich hab gedacht, springst du lieber im letzten Moment, dann passt's. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bringen wir gut rüber, was Dark Souls so kann. Ne? Was Dark Souls so ausmacht. Das bringen wir gut rüber gerade, finde ich. Ja, man stirbt sehr oft. Wollten wir euch mal zeigen. Ja, wir können das natürlich auch viel besser. Ja, eigentlich rennen wir da direkt durch. So, wir haben es ja schon durchgespielt. Ja, haben wir schon. Zweimal. Wir sind im, zweimal du nur? Ja, wir sind im New Game Plus Plus. Falls das einer nicht weiß hier. Ah, das regt mich alles jetzt gerade auf. So. So. Ne? Schon genervt. Natürlich. So ein bisschen. Na. Jetzt aber. So. Das machst du ja ganz schön. Du kommst her, du kommst her. Wir rennen da wieder rein. Um das mal zu kommentieren, was wir so machen. Ich sehe das ja bestimmt nicht. Nee. Also wenn ich Let's Plays gucke, ich schlafe auch generell immer dabei ein. Ne? Könnte man mittlerweile hier machen, ja. Ja. Die Stimmen so an... Ja. Den Fehler mag ich nicht. Der verwirrt auch total. Weil man auch denkt, wenn man jetzt so rausgeht, läuft man rein. Ja. Aber ist auch nur bei dem, ne? Mit dem war es aber auch schon mal. Die sind noch mal beide verschwunden. Weißt du das noch? Weißt du das noch? Kannst du dich noch erinnern damals? Tu es ja gar nicht so, als wäre ich schon 3 Jahre her. Ist nochmal da lang jetzt? Ja, klar. Das versuchen? Ja, ja. Okay. Oh, dieses Schild ist kacke. Und auch ein anderes. Ist alles kackerei hier. Wer hätte mal rollen, gerollt? Wer ist mal gerollt? Rollt. Troll. Rollt, gerollt, rollt? Trollerroll. Ein rollender Troll. Was? Prollerrollt? Prollerroll. Proller. Ein Polltroll. Was? Prolltroll, Volltroll? Ja. Molltroll. Jetzt kommt der andere auch noch. Ja, echt, ne? Will ich einschüchtern. Lass ihn das nicht gelingen. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. War das Stichschwert. Wie ist jetzt denn mit ihm? Zu schief wieder. Klemme gerade fest. Das ist schlecht. So. So weit wären wir dann schon mal wieder, ne? Ja. Jetzt musst du da rüber springen. Ich versuche erstmal die Seelen zu holen. Mhm. Ich hab auch gedacht, unten im Wasser. Mal... Ach, Quatsch. Mit einem Mumpitz. Wow. Okay. Das hat nicht mit gerechnet. Fand das scheiße. Glaube ich wohl. Würde ich auch scheiße finden, wenn mir jemand so vom Kopf springt. Weiß auch nicht, wo ich hier hin soll, hier, Kehr. Rollen, sagst du? Ja, siehst du? Nee, auf jeden Fall hier nix Schaden gekriegt. Geht's hier rein? Das ist auch Sackgasse, oder? Uah! Oh! What Indiana the fuck? Jones hier. Der kommt bestimmt zurück, der geht immer hin und her. Wahrscheinlich. Ich dachte, das war auch zu einfach jetzt gewesen, wenn da einfach was liegt. Was war da? Ein Menschenbild. Okay. Sieht aus, als würde man hier zu dem Molch kommen.
Ja, es ist so rot, ne? Ja. Und tatsächlich ist die Leiter hoch. Oh. Ich wäre schon fast weiter, glaube ich. Ich habe gedacht, ach, wenn die Kugel da um die Ecke gerollt ist, hat die vielleicht einen Weg frei gemacht oder ja, so. Ja, die fällt nach unten. Fällt einfach durch und ist weg. Ja. Das ist ja höher als gedacht. Da steht doch noch einer, der den Tod finden möchte. Und ist ja nie wahr. Und er steckt sich natürlich noch einen dritten Vor allem, die sind noch echt hoch am Ausholen, eine Schicht zu, aber auf einmal ist der Arm unten. Ja. Und du kriegst noch Schaden. Wieder hier. Ach, wieder hier. Ach so. Oh. Ja, wir kommen da nicht mehr hoch. Muss gar nicht zurückgehen. Ach, ich hab da gedacht, da kann man vielleicht so eine Leiter. Nee. Kannst du nochmal springen. Jawohl. Nochmal fallen. Weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwas in diesem Häuschen ist. Häuschen? Ja, hier. Das, weil man hier könnte man im Zigaretten auch hinspringen, aber sieht nichts so aus, ne? Da kommst du nur wieder da unten hin. Auf jeden Fall, es war da auch schon wer, aber. Ja, der springt doch schon ganz schön weit. Hätte ich beim ersten Mal, glaube ich, gar nicht auf Nummer sicher gehen sollen. Ja. Also der ist doch schon sehr sprunggewaltig. Jetzt ist auch immer der Stein bestimmt wieder. Oder war das nur einer? Wenn jetzt einer kommt, ist scheiße. Guck mal, da gräbt wer. Wer bist du denn? Das sieht gar nicht böse aus. Ich weiß nicht so recht. Oh, I'm sorry. I was just. Hat er den Stein geschubst? Daydreaming, I think. Bist du ein Steinschubser? Stimmt. My name is Kale. I'm a traveler like yourself. Ich bin Bandit. Ich trau dem nicht. Ich trau keinem. The continent to create a map. Ja, genau. Na gut, er malt eine Map. Hier drin. Und schmeißt einen Stein nach uns. Ich weiß ja nicht. Ich bin so ein bisschen misstrauisch. Ich bin sehr misstrauisch. Gelbes Kraut. Tatsächlich, wir können Resident Evil nachmischen. Gelbes Kraut erhöht nämlich die maximale Gesundheit dauerhaft. Was ist denn jetzt hier? Nix. Du wolltest nicht springen. Hab schon Angst. Brauchst du ein gelbes Kraut? Brauche Schlüssel, Handwerker voraus. Fang ich mal nochmal an. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. Ist immer gut, eine Warum Karte fragen zu wir sowas? Ja. Und will halt eine Karte. Wäre schön, wenn wir eine Karte hätten. Wäre ganz witzig. Ja. Something about a curse. Ja, sehen wir verflucht aus? Finde ich nicht. How embarrassing. Quatsch. Aber er ist doch am Leben. Und er bewegt seinen Mund nicht. Ja. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Ja. Er ist angetan von. Mach nochmal! I came to this land. Gut, dann haben wir was Neues. Willst du seine Story jetzt kennen oder was? Ja, vielleicht gibt er uns irgendwas. Wenn wir uns alles anhören. Bei Pokémon war das einmal so. Ja. Musst du die Geschichten anhören oder hast du irgendwas gekriegt? So ein Fahrradgutschein oder sowas? Ach, gut. I made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Mhm. Willst du nochmal sprechen? Mhm. Inside. Oh, immer was Neues. I found a strange map. Kannst du nicht wegklicken? Das macht's ja nicht, ne? Ist ja nicht der Sinn dahinter. Willst du nur Zeit schinden? Ich würde eigentlich gerne weiter spielen. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl. Du hast das Gefühl? Ja. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Hört ihr noch irgendwer zu? Wait. Nein. No. That wasn't it. Oh. Then what? Oh. I don't seem to recall. Ja? Ja, dann nochmal jetzt. Were you looking for that map? Ja. Wonderful. Ja. Then you are fascinated by maps. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gib uns eine Karte. Shame on you. Ah, ja. Told me before. Schäm dich. Hättest du das eher sagen können? Ha! Take this. Tada! Stand ja auch nicht da, ne? Ja, stand ja da, deswegen wolltest du ja schon aufhören. Ein Hausschlüssel zur Villa. Toll. Wo? Es waren viele verschlossene Türen überall. Incredible, really, isn't it? Ja, vielleicht gibt er uns ja noch was. Schissel. Schissel, Middle, Crizzle. Oh, ah, eine Sache noch. I would not venture deep into the mansion. Oh, gut. Okay. No, I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Okay. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Das war schon mal hilfreich. Jetzt finde ich aber auch. Okay, sobald man den Villa-Schlüssel benutzt, aufpassen. Hm. Komme ich denn jetzt zurück? Wohin jetzt? Ach so. Nochmal dann hier oben, ne? Ja, stimmt. Hm. Und dann kann ich ja wie die beiden Zombies am Anfang da runterhüpfen und dann bin ich da. That's it. This is it. Vielleicht, hatte ich gerade auch nicht genug Ausdauer, weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht darauf geachtet für den Sprung. Habe ich auch nicht darauf geachtet. Ja. Geht schon gut los. Da waren wir noch gar nicht, ne? Nee. Da unten. Ist denn da irgendwas? Weiß ich nicht. Oder ist es nur diese Insel? Da kann man. Nee. Da liegt auf jeden Fall was. Wo? Da. Ja, und da ist auf jeden Fall so ein Tor. Dann geh da doch mal hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Von da oben oder nicht? Du meinst doch eben, du könntest doch oben runterspringen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Eine Rolle? Einfach rollen. Ja, ist akzeptabel, finde ich. Ne, sind wir doch wieder. Kommst du gar nicht runter, ne? Ah, doch, okay. Ich wollte schon sagen. Ich dachte schon. Mut oder Mut auch gehen. Guck mal, hier ist so ein Viech, was im Rücken zu uns steht. Was war das? Eine Titanscherbe. Oh, was ist das denn? Zum Aufrüsten. Vielleicht die Waffen haltbarer machen? Das wäre cool. Ich weiß nicht so was genau. Kann so eine Titanscherbe? Weißt du das? Mich dran schneiden? Ja. Tut mir leid, also... Ja. Manchmal macht er hier so ein bisschen... Was mache ich? Das Falsche. Ach so, ich mache auf einmal das Falsche? Ja. Ah. Ja. Yeah. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Guck mal, jetzt musst du das nicht mehr. Das Spiel hat sich gemerkt, oh, die sind schlau. Boah, ist aber auch. Ja. Ah. Double KO, ne? Macht ja nichts. Ich muss jetzt ja eh ab. Nee, wir haben auf jeden Fall was erkundet, mal was Neues gemacht. Ach ja. Das sind wir schon gewohnt, dass wir erstmal ein bisschen laufen müssen. Vielleicht sind ja auch die Gegner jetzt weg, wie wir schon mal vor uns her philosophiert haben. Ach guck mal, mit einer Titanscholle kann man Ausrüstung bis plus 10 machen. Mit einer Scherbe dann bis plus 5. Ja, denke ich mal, ne? Das passt ja gut. Ja. Wie witzig. Wie witzig. Okay. Ein Schwarzburg natürlich. Ja, ein Jäger-Schwarzburg. Hm. Erfordert Übung, kann nicht jeder. Die Jagdgöttin Evlana. Evlana. Und die eine Klinge war gerade aus Geistahl. Aus Geistahl? Ja. G-E-I. Achso. Ja, wieso? Was hast du jetzt gedacht? Nix. Die beiden sind da jetzt ja mal hier. Ja, der sitzt auch. Pibifax. Guten Morgen. Zack. Ja, leg dich mal nochmal hin. Du sahst nicht so ausgeschlafen aus. Meinst du, die kommen hier hoch? Wer? Die beiden Zombies? Glaube ich nicht. Nein. Kommen wir nicht rein.
Willst du mir den Schlüssel hier ausprobieren gleich? Hier? Ja. Sieht das aus wie eine Villa? Hier ist ja, ein Hintereingang für die Villa. Weißt du's? Hallo, roll dich. Das ist ja fast. War fast Ende gewesen. Meinst du? Ja, zur Wand und so. Ach so. Ich dachte, meinst du, dass er mich mit einem Schlag getötet hätte? Fahrradkette. Nein, nein, das meinte ich nicht. Hast du das als Kränkung empfunden? Ja. Und dann tut mir das sehr leid. Gut. Kranker Typ. Das funktioniert echt nicht mehr. Aber geht trotzdem schneller, als wenn du den Finisher machst. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Da hast du ganz knapp nur noch Zeit, dann wegzurollen. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass während du noch in dieser Animation bist, auch nicht getroffen werden kannst. Aber das hat mal, das hat sich das bewahrheitet und ein andermal nicht. Ja. Bin ich nicht drauf verlassen. Nee, eben. Lieber vorsichtiger sein. Ja, stimmt. Ich würde schon sagen, das ging noch. Ja. Kann man die unten vielleicht auch kaputt rollen? Probier's. Die bestimmt nicht, die harten da. Ja, so, du meinst die direkt vor der Nase? Ja. Da. Ah, ey. Aber wir haben noch keinen getroffen, so der sich heilt, ne? So der man einen Trank nimmt oder sowas. Nee, noch nicht. Das ist jetzt ganz angenehm, da kann man die auch echt mal eben stehen lassen, so, ne? Eigentlich schon, ja. Ach, toll! Die auch. Da drin, das ist so, kommt so schwarzer Staub raus. Schwarzpulver. Ah, ein Blutfleck in den Kisten. Lager ich auch zu Hause. Blutflecken. Das ist mein Hobby. Ja. Glaubst du, jede Frau sammelt Blutflecken? Einmal im Monat? Ah. Was? Ganze Litermaß voll. So. Ja, die Zeit ist dann auch schon wieder vorbei. Ist das so? So ziemlich. Na, du hast aber noch. Da durchgehen kannst du ja noch. Frage, wie klappt das denn jetzt hier mit den Bomben? Erstmal musst du die auswählen, ne? Ja, ja. Ja, warum fragst du denn so doof? Mann. So. Unten, ja. Ja, ja. Alles gut. Der Mali-Donator, werf ihn mal. Einfach hier rein, so? Wunderbar! Oder muss ich die schwarz... Sind das die Schwarzen, die ich treffen muss? Ist da vielleicht Schwarzpulver drin? Ja, stimmt. Schwarzer Staub. Oh, wir sind so schlau. Soll ich mal schmeißen? Ja. Ja. Oh, ich aber die beiden da oben sind immer noch da. Ja, klar. Aber du kriegst nicht mehr so viel Schaden, dann wenn du getroffen wirst. Mal locken, ne? Ja. Er kommt sogar relativ, auch mit, relativ weit mit. Das stört den gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Ja. Das stört ihn gar nicht. Normalerweise Null. Könnte man ja interrupten, habe ich gedacht. Aber ja, nee. Falsch gedacht. Huch. Ja. Ah. Mein Gott, immer das Online-Spiel, ne? Echt mal. Erstmal hier jetzt her. Ja. Erst wieder Schwarzpulver. Ich mach's lieber kaputt. Ja, das kann echt gefährlich werden. Bevor irgendein Depp auf die... Ach, guck mal, jetzt kann ich erstmal hier hochklettern. Das ist bestimmt hier ein Bonfire. Hör. Oh, oh. Da hast du aber jetzt Glück gehabt. Wo kam er denn jetzt her? Weiß ich nicht. Der alte Schlund. Boah, ich will ein Bonfire echt haben. Ich liebe Bonfires. Da war dann der Typ, war da, ne? Die Feuerbomben geworfen so. Haben, da kommst du bestimmt nach unten jetzt. Ich dachte erstmal, da kommt der hier vielleicht die Treppe hoch. Anscheinend nicht.
Seinem Schild kann er das nicht. Wette ich für, dass der da nicht hochkommt mit den Waffen. Aber wir haben auch ein Schild. Ja, aber er. Schon was anderes. Wir müssen das ja immer können. Aha. Irgendwas macht hier Krach. Jedenfalls stehen da stehen. Unten stehen die ja. Ja, ja. I see, I see. Hier kann man, die kann man doch bestimmt die Fackeln dran entzünden, oder nicht? Ja, irgendwie sowas, ja. Erstmal das da oben holen. Eine Vision von Schatz. Da kommt immer Vision und alles und ein Hurra und. Ich kann es natürlich hier versuchen. Huch. Ja, hast du einen Schiss gekriegt? Ja. Toll, was ein Schatz. Das heißt nix. Super, der hat ein Schild. Eine Kiste! Das ist keine Feuerbomben mehr, ne? Nee. Er hat kein Schild. Ah, schon mal nicht zwei mit Schild, aber es ist ziemlich eng da. Tja, sind auch wieder 2000. Ja, was anderes kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Sterben. Nee, Sterben, du musst jetzt runter. Ich hab mal diese Magiebomben. Mal, probier mal aus. Wir wollen ja auch mal testen im Schirm. Machen wir heute ein bisschen Overtime. Yay. 5 Stück sogar. Ja. Das ist ganz gut. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, ich denke mal jetzt. Ne? Oder willst du das machen? Ne, ne, die machst du jetzt eben noch und dann können wir wieder wechseln. Oh, das sind 3! Scheiße. Oh, gut. Das hast du alles Glück gehabt. Eieiei. Das habe ich aber so nicht gesehen. Nee. Aber nur einer mit Schild, Gott sei Dank. Gut, aber wirklich. Zwar die beiden geworfen haben, eine Wache bestimmt. Ja. Boah. Das wäre jetzt auch lustig gewesen. S-Tok. Was ist S-Tok? Eine Waffe. Ja. Abgeschlossen. Oh, da klebt ein Schwert zwischen. Huch, oh, weg ist es. Oh, Kettenbrecher. Und Infanteriehelm. Ja, nicht schlecht. Hat sich bestimmt gelohnt. Mobile Infanterie. Ja gut, dann gucke ich mir das nächste Mal an und wir dann nach unten weitergehen, ne? Genau. Ja, Wunderbärchen. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, bitteschön. Dankeschön. Im Moment bin ich gerade auch motiviert. Ja, das aber jetzt nicht mehr. Ja. Und ich sterbe wieder. Muss ich wieder den Noob zugucken. Dankeschön. Tschüss. Ciao.